Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Platin Edition Nuzlocke Challenge. Ja, im letzten Part haben wir, glaube ich, den ersten Arenaleiter besiegt und in diesem Part werden wir das Windkraftwerk besuchen und ich will mal nicht zu viel verraten, kann ja sein, dass der ein oder andere dieses Spiel noch nicht gespielt hat und deswegen halte ich jetzt meine Klappe und, ja, viel Gelaber, nichts dahinter. Gut, wir müssen jetzt kurz zu diesem kleinen Mädel hier, denn die sucht ihren Vater. Hilf mir, Trainer, bitte, ich möchte zu meinem Papa. Mein Papa und ich leben im Windkraftwerk. Plötzlich kamen da so Leute, die angezogen waren wie Raumfahrer. Team Galactic. Sie haben mich aus dem Kraftwerk geschossen und zwingen meinen Papa irgendwas zu tun. Bitte, Trainer, ich will zu meinem Papa. Gut, den Vater finden wir hier in... Oh mein Gott, da kann ich selber nicht ernst bleiben bei der Stimme. Hier oben in Flori, also im Norden, um das so korrekt auszudrücken, ne? Genug der Worte, gib den süßen Honig her. Boah, Homo, Alter. Tu, was wir sagen. Team Galactic wird den Honig bekommen. Wir werden damit eine große Zahl Pokémon anlocken und dann fangen. Hey, das Kind hat alles gesehen. Was machen wir nun? Das fehlte uns noch, dass das Kind losrennt und Hilfe holt. Die Lösung liegt auf der Hand. Wir sorgen dafür, dass das Balk seinen Mund hält. Gut, wir kämpfen jetzt gegen Team Galactic, aka Neil Armstrong 2.0 und zuerst mal haben wir hier ein Skunkapu, ein wirklich sehr, sehr schönes Exemplar. Soll ein Stinktier darstellen, aber sieht mir eher, also seine Backen sehen mir eher aus wie die Backen, die ein menschliches Wesen normalerweise hinten hat, aber genug der Worte. Mann, ist das lahm, sie werden mir den Lohn kürzen. Ich bin als nächster dran, hehehe, mit dir zu kämpfen, habe ich jetzt nicht gelesen können. Oh, genau, gut gedeutscht, Matt. Ja, ihr merkt, dass ich in dem Part ein bisschen aufgedrehter bin als sonst. Liegt daran, dass ich... Baum. Keine Ahnung, wieso. Ah ja, okay, wenn ich hier schon mal nichts Sinnvolles laber, dann kann ich auch über das Projekt an sich reden, also wie das bei meinen Abonnenten angekommen ist, beziehungsweise wie das bei dir angekommen ist. Viele meiner Abonnenten finden dieses Projekt wirklich geil und was ich persönlich ein bisschen schade finde, ich habe ja jetzt auch Majora's Mask am Laufen und Mega Man Zero, aber das bekommt nicht mal halb so viele Klicks wie dieses Projekt. Ich finde das so krass. Aber naja, soll so sein. Mir macht es ja selber Spaß, von daher ist das ja auch nicht schlimm. Und ich überlege auch Majora's Mask abzubrechen. Da lade ich so eine kleine Umfrage hoch mit 4-5 Spielen. Und ihr sucht euch dann eins von diesen Spielen aus, das ich Let's Playen soll. Und dann sehen wir mal weiter, ne? Ja. Gut, Flori. Hier schnell zum Pokémon Center. Pokémon Center! Wo bist du nur? So. Viele meiner Abonnenten wollten, dass ich ein Pokémon nach ihnen benenne. Das kann ich natürlich gerne machen. Ist gar kein Problem. Und die Maus war gerade im Bildschirm. Ist natürlich kein Problem. Da muss ich aber dann immer nur kurz so pausieren, damit ich das... Die Maus war wieder im Bildschirm. Auf dem Bildschirm. Ach, egal. Ja, dann muss ich immer pausieren, bevor ich dem Pokémon dann einen Namen gebe. Aber ich glaube, der erste... der ein Pokémon sein wollte, war Helix. Einer meiner treuesten Abonnenten, by the way. Gut, Windkraftwerk. Wenn wir mal schon so spaßig sind, wen sollen wir nach vorne tun? Erstmal Bericht gucken und dann Spezialangriff. Warte, was hat der als Spezialangriff? Excuse-moi. Ich glaube, das Schwächste ist Aero. Ja. Gut, dann Windkraftwerk. Ahoi! Ahoi! Ja, komm, lassen wir so. Was für ein Pokémon bist du? Ja, war klar, dass das Pokémon erstmal abgeschreckt wurde von mir, ne? Ja, geil. Ein Weibchen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht schlimm ist. Gut, ich sag jetzt mal einfach gar nichts dazu. Das war jetzt der größte Fail überhaupt. Scheiße. Sehe ich definitiv so.
Ah, jetzt muss ich ein Bammelin suchen, ey. Das kann Jahre dauern. Leute, wisst ihr was? Ich pausiere das, bis ich ein Bammelin gefunden habe. Und für die Leute, die sich gerade fragen, was ich hier mache, dass das nicht in die Nuzlocke-Challenge reingehört, guckt einfach mal kurz unten in die Videobeschreibung und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, hier haben wir ein Bammelin und, soll ich es riskieren oder soll ich nicht? Kratzfurie. Ja, definitiv ein K.O. Einfach mal Glut einsetzen. Yes! Yes! Es ist nicht down. Gut. Noch einmal Glut. Und dann noch einmal Glut. Und dann Pokéball. So, Beutel. Bälle. Pokéball. Wir haben Premierball. Cool. Pokéball. Und Bammelin wurde gefangen. Fuck yeah! Gut, Bammelin. Meereswiesel. Von Typ Wasser. Größe 0,7 Meter. Also, ja, ziemlich klein. Und das Gewicht beträgt 29,5 Kilogramm. Dreht seine zwei Schweife wie eine Schraube, um zu schwimmen. Um schnell zu schwimmen. Und zum Zerscheinen von Algen, ja. Gut, möchtest du dem Bammelin einen Spitznamen geben? Ja, möchte ich. Und zwar war der erste, der ein Pokémon sein wollte, der gute Helix, wie auch immer. Und deswegen ist er, ja, der erste, ja, der ein Pokémon hat und so, dessen Name einem Pokémon gegeben wurde und so. Gut, ich würde sagen, ich heile jetzt erstmal meine Pokémon. Auf zur Flori. Love Flori! Und dann Windkraftwerk. Definitiv mal Windkraftwerk. Und ja, dann gucke ich aber erstmal. Ne, vorher gucke ich jetzt nach, was für Werte das gute Bammelin hat. Ja. Ja, ja, komm hier. Nee, nee, nix, Schwester Joy. Rocky, oh Rocky, Joy. Oh Joy. Froh. Steigert die Initiative bei Regen. Okay. Gut, Helix, du, gehen jetzt mal bitte nach vorne. Und dann auf zum Windkraftwerk. Auf und davon. Und ja, ich hoffe mal, dass ich jetzt im Windkraftwerk keiner meiner Pokémon verlieren werde. Denn es kann sein, dass wir gegen Mars... Ja, Mars, ich habe Mars gesagt, nicht Snickers. Eventuell ein Pokémon verlieren könnten, aber naja. Gut, als erstes... Wag es bloß nicht in das Windkraftwerk zu gehen. Ich wurde angewiesen, dass jedem, der nicht zu Team Galactic gehört, den Zutritt verboten ist. Blablabla. Aber du siehst mir so aus, als würdest du doch versuchen wollen, hineinzugehen. Also gut, dann lass uns um den Zutritt kämpfen und mein Handy klingelt. Bis gleich! So, wieder da und wie immer jetzt ausmachen beim Let's Play. Ich vergesse das immer und immer wieder, aber naja, nun gut. Wir haben ein Charmian, ein Pokémon vom Normaltyp und ich glaube, der gute Helix kann da nicht viel machen. Deswegen schicken wir jetzt was anderes in den Kampf. Wieso leckt das so? Warte mal, wieso leckt das so? So, jetzt aber. Fußkick oder Karate-Schlag? Wir versuchen es mit Fußkick. Müsste eigentlich wirken. Ja, okay, Hypnose. Karate-Schlag, komm. Nami, ich glaub an dich. Mach keinen Scheiß, Mann. Bams, Karate-Schlag in your face. Gut, der Rüpel ist auch besiegt und ja, hau ab. Ja, alles klar, so viel dazu. Wir brauchen jetzt einen Trank, den geben wir Nami. Und dann auf, rein mit uns, aber na, Schlüssel verwenden und die Tür ist offen. Haha, was? Das kann gar nicht sein. Du hast den Schlüssel? Aber dann habe ich die Tür ganz umsonst verschossen. Jetzt stehe ich wie ein totaler Verlierer da. Was du auch bist. Aber keine Zeit für Selbstmitleid. Ich muss dem Commander Bescheid geben. Commander Mars. Ja, wo bleibt Commander Snickers? Ah, okay, alles klar. Commander Mars ist nicht von dieser Welt. Dumps. Ja, ohne Witz.
lassen wir das. Ach, das macht doch keinen Spaß. Das ist ja richtige Arbeit, sage ich dir. Gut, Team Rocket Rüpel mit einem Zubat. Soll ich es mit einer Aquaknarre versuchen? Super Schall. Ja, komm, komm, bitte nicht. Oh, das zieht kaum was ab, gut. Aquaknarre und das Zubat ist besiegt. Jupp. Okay, der Nächste, der dran glauben muss, bist du. Elektrizität aus dem Windkraftwerk abzapfen, das ist unsere Mission. Voller Poet hier, ne? Gut, wie viele Pokémon besitzt du? Zwei Pokémon, eins davon ist ein Charmian. Okay, Mogelhieb, ja, Pokémon wechseln. Helix zurück. Pampyro, zeig, was du drauf hast. Okay, Pampyro, setz Tempo-Heap ein. Und das Ding ist down. Perfekt. Skun Kapu. Okay, Helix, du kommst wieder rein. Oh, das Ding kann Verfolgung einsetzen. Scheiße. KPAP-Erholung. Trank einsetzen. So, jetzt warten wir erstmal ab, was das Fisch einsetzt. Energiefokus. Aquaknarre, komm! Ja, komm, ich riskiere es. Oh, puh, gut, dass das keine Verfolgung eingesetzt hat, denn sonst wäre ich am Arsch, ja. Komm, Glut und das Fisch ist weg. So, ja, Level 11, mehr ist eigentlich auch nicht. Beutel, Trank einsetzen, aber der gute Helix, der kann sowieso jetzt nicht kämpfen. Ich glaube, ich fange so an. Yuki, du gehst als erstes nach vorne. Und ich glaube, dass sie ihn Zubat besetzt. Sicher bin ich mir aber nicht hundertprozentig. Naja. Ich bin einer der drei Commander des Team Galactics. Moment, das stimmt gar nicht. Einer der vier Commander. Man nennt mich Mars. Wir werden eine neue Welt schaffen. Eine Welt, die besser ist als diese. Aber niemand versteht unsere Pläne und findet sie gut. Du verstehst uns auch nicht. Oder? Das macht mich traurig. Kämpfen wir, um zu sehen, welche Schritte wir als nächstes gehen werden. Wenn ich gewinne, verschwindest du hier. Gewinnst du, wenn wir Team Galactic hier verschwinden. Okay, Commander Mars. Mann, ich kann nicht aufhören, über, das zu schmunzeln. Über die Namen von denen, ne? Naja. Gut, als nächstes kommt Schnurrgast. Bericht. Ich bin am überlegen, was soll ich reinschicken? Zwar ist Nami stärker, aber... Na komm, Nami. Okay, das Ding macht mir jetzt gewaltige Kopfschmerzen. Mogelhieb. Boah. Scheiße, ich habe keinen Bock, das hier zu verlieren. Beute, KPAP-Erholung. Trank einsetzen auf Nami. Karate-Schlag, komm! In your face! Und kein Pokémon verloren, ist das nicht geil? Nee, weil, als ich das immer privat gezockt habe, habe ich hier so oft abgekackt. Weswegen auch immer. Naja, gut. Ups, da habe ich aber ordentlich Mist gebaut. Aber das macht rein gar nichts. Ich habe den Kampf genossen. Das ist aber schade. Gegen ein Kind zu verlieren ist bedauerlich. Nun, da kann man nichts machen. Wir haben genügend Energie zusammen. Mit der gewonnenen Elektrizität stehen uns nun Tür und Tor offen. Mir, Charon. Komm, da keine Zweifel. Immerhin erkennt selbst der Boss mein Genie an. Mars, wir brechen auf. Du hast mir gar nichts zu sagen. Nur der Boss darf mir Vorschriften machen, sonst darf das keiner. Oho. Reiß dich in meiner Nähe gefälligst zusammen. Du bist immer neu hier. Denk nur nicht, dass du jemand, dass dich jemand ernst nimmt. Tja, höchste Zeit, dass wir uns nun verabschieden. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Fuck yeah! Und, also das ist die... Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich dachte, dass das vom... Egal. Gut, was machen wir jetzt? Am besten ist es, wir machen uns auf den Weg zu Evie, genau,
Ja, wie genau? Wie genau? Oder so. Ah ja, du bist es. Ja, richtig, du bist es. Ich habe gehört, Team Galactic sei in diesem Kraftwerk aufgetaucht. Team Galactic, hast du von ihnen schon gehört? Aber natürlich, wir kennen uns ja. Also, wo ist das, dieses Team? Wie bitte? Du hast es vertrieben. Du bist zwar ein Trainer, aber... Na gut, dann setze ich meine Untersuchung im Gebäude fort. Und adios, Alter. Ah, der kommt wieder rein. Raus. Rein, raus, egal. Erstaunlich, ich habe das gesamte Gebäude durchsucht. Auch im Gebäude findet sich dieser ominöse Team Galactic nicht. Du hast sie also nicht aus Versehen übersehen oder irgendein anderes Team verjagt. So etwas schafft nur ein wahrer Ah, scheiße. Stecker vom Dings ging wieder raus. Bläh. Immer ist das an meinen Füßen, ey. Etwas jung zwar, aber durchaus als Trainer zu erkennen. Ich werde nun meine Aufgabe als Elite der internationalen Polizei nachkommen und die Schuldigen verfolgen. Laut geheimen Quellen führt ihre Spur nach Ewig genau. Genau. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt schnell mal auf den Weg zum Poketor Monster Center. Und dann mal schauen, genau. So, jetzt hier hin. Dumm. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder topfit. Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Dum, 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 dum. Gut, soll ich den Part jetzt beenden und erst im nächsten Part mit der neuen Route anfangen? Oder soll ich das doch lieber in diesem Part machen? Ich weiß es nicht. Warte mal, Route 205. Also hier haben wir noch keine Pokémon gefangen. Ne, haben wir nicht. Dum, 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 dum. Hey, wie wär's mit einem Kampf, bevor ich in den Ewigwald aufbreche? Wieso nicht? Wieso nicht? Gut, ein Pokémon besitze ein Ponita. Okay, Yuki. Da hätte ich aber doch eher Bamelin. Also lieber Bamelin drin. Ja. Naja, egal. So, Yuki ist Level 16 und Camper Nick. Oh, scheiß Camper. Ist down. So. So, jetzt mal schauen. Jetzt mal schauen, was für ein Pokémon uns begegnen wird. Okay, noch keins. Aber ein Wanderer. Es gibt zwar keinen Berg hier, aber ich bin zum Bergwandern bereit. Und los! Also, ich glaube, dass du Gesteins-Pokémon besitzt. Oh. Bin ich wohl, habe ich wohl richtig erkannt, ne? Dass du Kleinsteins hast, also Gestein-Pokémon hast, egal. Gut, das Kleinstein hätten wir jetzt auch. Und Helix ist Level 12 und am 6. Es kommt Kleinstein. Bamelin, noch einmal Aquaknarre. Und ja, alle drei auf einmal sind down. Schön. So, X-Spezialverteidigung gefunden. Nice. Gut, dann, ich glaube, das ist so eine Aroma-Lady. Guck mal an, ich liebe Pokémon, die süßlich riechen, so wie dieses. Riech doch mal. Ja, okay, alles klar. Roselia, auf Level 14, da kann mein armes Pokémon leider nicht viel machen, deswegen schicke ich Panpyro jetzt rein. Oh, Roselia mit Megasauger, böse, böse. Komm, Glut und, ja, fast down, fast. Nicht ganz, aber fast. Okay, die haben wir jetzt auch besiegt. Und was erwartet uns hier noch? Ja, ich würde sagen, gehen wir einfach mal hoch. Und hallihallo. Ein Pokémon-Eingriff. Och, wie süß. Okay, Pokémon wechseln. Nami, rein mit dir. Und einmal Karate-Schlag. Dann haben wir die Griffel auch down. Stauner. Boah, diese ganzen Attacken, die bringen's doch nicht, ey. Geht ja gar nicht, was sie hier machen. So, ich habe jetzt auch besiegt. Und dann, Wanderer, Halle, Halle, schön. Ich habe mich verlaufen und dann auch noch ausgerechnet hier. Heul doch. Ein Pokémon, ein Onix. Oh, 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 lala. Okay, Aquaknarre, hat Snap drauf. Sehr effektiv, ja, definitiv down, ja. Sehe ich auch so. So, vielleicht kommt ja jetzt das neue Pokémon. Und was ist es? Ein Schallelos. Och, wie süß.
Okay, wir fangen erstmal mit einer Verfolgung an. Härtner, okay. Rockzuckieb. Rockzuckieb. Beute. Bälle, Pokéball einsetzen. Gut. Schallenlos wurde gefangen. Gut, da müsste ich jetzt mal ganz kurz nachgucken. Ah, nee, aber ich glaube, keiner der weiblichen Zuschauer wollte ein Dings. Ach, verdammt. Nein, ach, verdammt. Okay, dann muss ich halt... Ach, scheiße, ich wollte erstmal Start drücken, um das Pokémon schnell zu wechseln. Ja, es gibt keinen Halt mehr. Sicher. Okay, und wir setzen Staraios, genau, Staraios ein. Aero, setzt Flügelschlag ein, müssen One... Krass, kein One-Hit? Okay, okay, alles klar. Helix ist Level 14 und Claire ist besiegt. Was, Mannswipe, Alter. Gut, wir haben jetzt Schutz gefunden und damit würde ich sagen, beende ich den Part hier auch an der Stelle. Wir sehen uns das nächste Mal. Gleiche Welle, gleiche Stelle, meine Freunde. Bis dahin, haut rein und ciao. Euer Matt.